Und deshalb die Dankbarkeit ausdrücken im Gebet. Und durch das Gebet baue ich meinen Iman auf, durch das Gebet baue ich auf, dass ich noch mehr leisten kann. Mehr leisten, wie nur zu beten. Manche Leute, sie sehen oder hören, es gibt sowas wie Evliyas, es gibt wie Sheikhs. Wie kann man diese Stufe erreichen? Wie kann ich denen ein bisschen näher kommen? Doch bestimmt nicht, wenn ich mir keine Gedanken mache. Wenn ich mir keine Gedanken mache über Allah subhanallah. Ich sehe sie als Vorbilder. Ich sage, Mashallah, wie gut sind sie. Sie sind bei Allah angesehen, Evliyas, der Freund von Allah. Warum bemühe ich mich nicht, diesen Weg wenigstens zu gehen? Und dafür muss ich kämpfen mit den Nefs. Da muss ich mir bewusst sein, dass das Gebet unablässlich ist. Fünfmal am Tag zu beten, dass gutes Benehmen unablässlich ist. Dass ich meine Nächsten behandle, wie ich mich selber behandeln wolle. Und nicht ihn irgendwas anspreche wegen seiner Hautfarbe, wegen seiner Nase, wegen seiner Ohren oder seiner Abstammung, sondern sage, er ist mein Bruder. Er ist ein Teil von mir. Wir Muslime sind Brüder. Wie wir gesehen haben, unser Chainboy war 2 Wochen weg, wie wir ihn vermisst haben. Das ist die Brüderlichkeit. Das muss im Herzen drin sein. Das muss in uns drin sein. Und das ist durchs Nachdenken. Durchs Nachdenken. Zu sagen, da gibt es Menschen, die haben schon etwas erreicht. Ich will es auch erreichen. Aber ohne nachzudenken können wir nichts erreichen. Für das hat uns Allah subhanallah einen Verstand gegeben. Einen Verstand, über den wir nachdenken. Mit dem wir Arbeit unser Leben aufbauen, unseren Alltag. Den uns bewusst ist, was kann ich jetzt mehr machen? Ich bin einer, der 5 Mal am Tag betet. Was kann ich nun mehr machen? Welche Möglichkeiten habe ich? Der eine ist mittlerweile im Beruf, arbeitet, verdient gutes Geld. Was liegt am nächsten, auf alles Wege das auszugeben? Sadaka, die freiwillige Spende. Er hatte die Möglichkeit. Allah hat es auf seinen Riss vergrößert. Aber heute haben wir ein Dilemma, heute haben wir ein Problem. Allah vergrößert den Riss der Leute. Was machen die? Die wissen nichts anderes wie Wohnungen, Häuser zu kaufen, Auto zu kaufen, alles auf Pump. Dass wenn ihr Monatslohn kommt, fast alles für die Ratenzahlung weggeht. Und das, was ihnen bleibt, wird uns auch nicht für Allah ausgeben. Stattdessen möchte man auch in Urlaub fahren in die Türkei oder nach Arabien. Man möchte noch sich das oder jenes leisten. Ein neuer Fernseher soll es auch mal wieder sein, der ist schon 2 Jahre alt. Ich kenne eine Familie, die hat ungelogen, alle 3 Jahre kauft sich ein neues Sofa. Alle 3 Jahre. Ich frage mich, wie viel Dreck müssen die produzieren, dass die alle 3 Jahre ein neues Sofa wollen. Und wenn man noch bedenkt, bei den Türken ist sehr viel Brauch, dass sie über das Sofa ein Tuch drüber ziehen, dass es gut erhalten bleibt. Und wenn ich das dran denke, das Tuch wegmache nach 3 Jahren, möchte man nicht glauben, dass das überhaupt benutzt wurde. Weil das Tuch hat sehr viel aufgehalten. Sehr viel Staub, Flecken und sonstiges. Und trotzdem, alle 3 Jahre kaufen die sich neues Sofa. Neue Sitzgarnitur. Das sind alle 3 Jahre immerhin. Ich meine, wenn es einigermaßen was Gutes kauft, sind ein paar tausend Euro weg für diese Sache. Und weil nicht immer das Bargeld da ist, muss natürlich dann auch in Kreditraten gekauft werden. So legt man heute in den Haushalt, total verschuldet. Dann bleibt natürlich nichts mehr übrig, auf alles Weg zu gehen. Da habe ich es geschafft, 5 Mal am Tag zu beten, aber ich komme nicht weiter hinaus, weil ich mich so an diese Dünya gewöhnt habe, mich so in diese Dünya verliebt habe, dass ich es gerade noch schaffe, mein Gebet zu machen. Aber dann schaut man diese Leute an, wie sie beten, wie sie sich durch das Gebet hingeben. Sie sind gar nicht bei der rechten Sache. Seht ihr, wie eins auf das andere aufbaut? Solche Leute kannst du finden, die nur beten, die machen nichts anderes. Aber achte auf ihr Gebet, wie sie da stehen, wie schnell alles geht. Achtet mal drauf, wenn sie ihre Sunna-Gebete machen. Der zack, 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 zack. Das ist Turnübung, was da bald abläuft. Hauptsache hat gebetet. Natürlich, seine Pflicht hat er gemacht, kein Problem. Nach der Scharia hat er seine Pflicht getan. Was aber nach Taqwa? Weiß nach dem, was Allah sagt, bete. Hat Allah gesagt, mach Turnübung oder sagt Allah, mach Namas. Allah fordert uns auf, Salat zu machen, zu beten. Das Gebet ist keine Gymnastik. Das Gebet ist eine Hingabe mit dem Herzen. Aber wie kann ich mich mit dem Herzen hingeben, wenn mein Herz an diese Dünya hängt? Wenn ich alles haben will, wenn ich plane, am ersten gibt es das Geld und pum, 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 das kaufe ich mir. Und für alles Weg blieb gar nichts übrig. So verstocken wir uns selber. So kommen wir nicht voran. Dann können wir nur noch Leitbilder haben. Vorbilder. Da gibt es einen Gelehrten, da gibt es einen Sheikh, da gibt es einen Evliya. Mashallah, schön und gut. Und das war's. Und was? Sollen wir ihn nur anschauen und nichts draus machen? Sollen wir uns ihn nicht als Vorbild nehmen, versuchen nachzueifern? Dann schauen wir mal seine Lebensweise an. Und finden wir heute überall große Flachbildschirme drin bei denen? Geschweige denn im Hauptstadtfernsehen. Die meisten von denen haben sowas gar nicht, weil sie sagen, das ist der kleine Deutschland. Und wahrlich,
Wer nimmt den Fernsehen heute schon wirklich zur Information? Die meisten hocken davor nur zum Blödsinn schauen. Nur die Zeit zu vertreiben, ein Spielfilm nach dem anderen. Das Volk wird verdummt und verblödelt, weil er nichts mehr Interessantes laufen tut. Und die Leute, wenn was läuft, irgendwelche Sachen, dann guckt der keiner mehr an. Man will ja nur noch Spielfilm und Action. Wir müssen schauen, dass wir vorankommen. Dass wir immer wieder erkennbar uns zeigen und sagen, ja, ich bin bedürftig, fühle mich auf dem Weg, wo ich mein Bedürfnis gestillt bekomme. Wo ich aufgenommen werde, wo ich höher vorankommen kann, wo aus mir etwas werden kann. Und das ist nicht daheim am PC, nicht am Fernsehen, nicht am Fußballplatz, nicht in der Disco, nicht irgendwo mit Mädchen rumlaufen, nicht Haram zu machen, Freunde zu nehmen oder sonstiges oder zu kiffen, sondern zu sagen, ja Rabbi, dort muss ich Muslime treffen, um deinetwillen, dort muss ich hingehen. Dort möchte ich sein. Dort ist mein Platz. Alhamdulillah, wir wenigsten, ein großer Teil von uns zumindest, ist ja fast täglich hier. Wir haben es begriffen und verstanden, aber wir dürfen nicht aufhören. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir dürfen nicht meinen, wir kommen hierher, wir hören uns jeden Tag Sohbet an, wir beten fünfmal am Tag oder dreimal am Tag. Das soll uns nicht reichen. Wir müssen schauen, wie können wir weiterkommen. Auch hier, auch wenn es hier ein Jugendtreff ist, wir können hier uns trotzdem steigern mit den Imam. Auch wenn es nicht die höchsten Ansprüche sind, wie vielleicht irgendwo den Tarikat. Trotzdem können wir uns hier steigern. Indem jeder selber drüber nachdenkt, über sich und seine Möglichkeiten. Allah subhanallah haben wir schon gedient, machen wir die Tür bitte zu. Allah subhanallah haben wir schon gedient, wenn wir zum Beispiel uns hier engagieren. Wenn wir sagen, ich sehe Schmutz am Boden in den Staubsauger. Für was treffen wir uns hier? Wir treffen uns doch hier um Allahs Willen. Also was sollen wir machen? Wenn wir uns um Allahs Willen treffen, sollen wir auch für Ordnung sorgen. Sollen wir auch schauen, dass es meinen Brüdern gefällt. Ich tue es also nicht für mich alleine, sondern ich tue es für die Muslime. Auf dem Weg von Allah zu sagen, ja Rabbi, die Leute, wo um deinetwillen kommen, die sollen was Schönes vorfinden. Denn wenn es einem gefällt, dann bleibt man hier. Und in einer schmutzigen Sache gefällt es bestimmt keinen und keiner will da bleiben. Wir haben genug Möglichkeiten. Und gerade hier ist sehr viel Faulheit angesagt. Etwas in die Hand zu nehmen. Nein, der andere macht schon. Ist ja nicht meine Sache. Ich komme nur her zum Sohbet, genug, trinken und essen, gut und danke, aber der Rest sollen die anderen machen. Da kann ich mich nicht erziehen. Ich muss mich einbringen. Ich soll mich einbringen. Ich soll sagen, ja Rabbi, ich kann noch mehr machen, wie nur beten. Ich kann den Muslimen ein Diener sein. Nehmen wir uns als Vorbild Ömer Radio an. Der zweite Kalif. Er hatte sich zur Angewohnheit gemacht, dass er abends durch die Straßen von Medina gegangen ist und hat nach den Rechten geschaut. Also hat geschaut, ob alles in Ordnung ist. Und dann sah er einmal eine Frau, die eben nur abends rausgegangen ist, um Wasser zu holen, von einem Brunnen. Nicht wie heute, wo man einfach Wasser auftritt, hatte man damals nicht. Und auch nicht vor der Tür irgendwo ein Brunnen, sondern es gab Zentralbrunnen. Dort ist man hingegangen, hat Wasser geholt. Und da sah Ömer diese Frau. Und diese Frau wusste nicht, dass es Ömer ist. Und er sah sie dort und fragte sie, hast du denn keinen, der dir Wasser trägt? Diese Frau hatte so viel Takwa, tagsüber ging sie nicht raus. Dass sich den anderen Männern nicht zeigt, obwohl sie schon im fortgeschrittenen Alter war. Deshalb ging sie abends in Schutz der Dunkelheit raus, ohne Straßenbeleuchtung, ohne Taschenlampe und alles, den Weg zum Brunnen hat Wasser geholt. Und Ömer Radon sah sie. Warum machst du das? Ich habe keinen Mann. Mein Mann ist schehid, ist gefallen. Hast du keine Söhne? Meine Söhne sind in der Welt hinaus, Dawa zu machen, Dschihad zu machen. Ich bin alleine zu Hause. Ömer hat nicht gesagt, ich bin Kalif. Er hat ihr die Eimer abgenommen, hat sie getragen. Jeden Abend kam er zu dieser Stelle, hat die Frau das Wasser getragen. Und das nicht genug. Er hat bei ihr daheim einen Teil des Haushalts gemacht. Für ein, zwei Stunden hast du abends Ömer oder an nicht mehr auf der Straße gesehen, weil er bei dieser Frau den Haushalt gemacht hat. Warum müsste er es machen? Er hat sich sehr leicht machen können. Er hat sagen können, ich bin Waschkan, ich bin Khalifa, ich bin Kalif. Du komm her, mach du das, denn du musst auf mich rauchen. Hat aber so nicht gesagt. Er hat gesagt, fass dir selber an die Nase. Du bist für alle verantwortlich. Und für diese Frau bist du auch verantwortlich. Nimm dich selber in die Hand. Nicht lass die anderen machen, komm dir nicht.